Krankschreibung wieder per Telefon möglich. Von heute an müssen Menschen mit Erkältungssymptomen und leichten Atemwegserkrankungen keine Praxis mehr aufsuchen, um eine Arbeitsunfähigkeit feststellen zu lassen. Es genügt ein Anruf. Das hatte der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen zuvor beschlossen, um Ansteckungsrisiken zu mindern. Die Regelung gilt vorerst bis Ende des Jahres. Erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag ruft Verdi seine Mitglieder heute vor allem in Bayern zu flächendeckenden Warnstreiks auf. Auch für Schleswig-Holstein und Berlin sind Arbeitsniederlegungen geplant. Ein erstes Angebot von Bund und Kommunen sieht einen Lohnplus von 3,5% vor. Verdi verlangt deutliche Nachbesserungen. Frankreich kündigt nach Mord an Lehrer Aktionsplan an. Maßnahmen gegen radikalisierte Gruppen und für mehr Sicherheit an Schulen sollen schnell umgesetzt werden. Nach der islamistisch motivierten Tötung eines Lehrers hatten sich gestern landesweit Zehntausende versammelt, um des Opfers zu gedenken und für Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Ausschreitungen in Chile. Am Jahrestag der Proteste gegen soziale Ungerechtigkeit kam es in der Hauptstadt Santiago de Chile zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Auch zwei Kirchen wurden angezündet und brannten nieder. Chile stimmt nächste Woche über eine neue Verfassung ab. Präsidentenwahl in Bolivien. Prognosen sehen den linksgerichteten Kandidat Arce vorn. Ein verlässliches Ergebnis wird aber erst in den kommenden Tagen erwartet. Wahlbeobachter lobten den friedlichen Verlauf der Abstimmung. Bolivien wird seit der annullierten Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr immer wieder von Unruhen erschüttert. Das Wetter: nach oft trübem Beginn im Tagesverlauf, im Westen und Süden mehr Sonne, im Norden und Osten örtlich Regen, Höchstwerte 7 bis 15 Grad.